Ja, hier haben wir jetzt unseren Midsommer-Pflanzenmarkt aufgebaut. Das ist ein ganz spezielles Programm. Wir wollen den Leuten jetzt die Jungpflanzen bieten, die sie brauchen, damit weitergedacht der Herbst und sogar schon der nächste Winter wieder voll nutzbar wird. Da muss man jetzt schon anfangen zu planen. Das ist für manche irgendwie schwierig so zu fassen. Jetzt sind wir gerade im Sommer angekommen, jetzt fangen die Paradeiser endlich die Tomaten zum Reifen an und die ersten Gurken sind schon von der Pflanze gepflückt. Und jetzt muss man schon wieder weiterdenken. Und man, vielleicht hat es auch ein bisschen einen kühlenden Effekt, wenn man jetzt schon an den Winter denkt, gell, hoffentlich, weil das brauchen wir jetzt in dieser Hitzephase. Aber wir haben hier klassische Sommer- und Herbstgemüse, wie zum Beispiel Mangold, rote Rüben, Knollenfenchel, aber auch das normale Spitzkraut oder Kohlwirsing oder auch den Blumenkohl, Kaffeeol oder Brokkoli haben wir da stehen. Und das ist das, was man jetzt setzt und dann ist es im Herbst fertig. Und dann haben wir eben noch eine ganze Galerie von ganz besonderen Kohlarten hier. Das ist eine meiner Leidenschaften, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Und ihr werdet es gleich merken, dass dafür mein Herz brennt. Da sind vom ewigen Kohl über Markstammkohl und verschiedenen Blattkohlen, tausendköpfiger Kohl, sind da verschiedene Raritäten von Kohlpflanzen, die wirkliche Charakterpflanzen wären. Also Kohlsprossen, diese Rosenkohl, den kennt man ja als Klassiker für den Winter. Der macht natürlich auch, wenn man sie jetzt setzt, werden das sehr schöne große Pflanzen und sind im Winter voll beerntbar. Also da muss man wirklich zeitig genug dran sein. Wenn man das versäumt, wenn man da erst im September wach wird, dann bleiben die extrem klein oder setzen gar nicht gescheit ihre Kohlsprossen an. Also jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Sprossenbrokkoli, das ist ein Brokkoli, der viele Seitentriebchen macht und nicht nur eine Rose oben bildet. Dann eins ist der Butterkohl, das ist eins meiner Lieblinge. Der Butterkohl ist ein altes holländisches Hausgartengemüse und der macht so schöne Köpfe, die durch die herbstlichen und winterlichen kühlen Temperaturen und Fröste durch und durch orange wird, ganz gelb und orange wird. Und der schmeckt so butterzart und so von der Textur her so fein und so knusprig, dass das eigentlich, wir Wiener lieben unsere Krautfleckerln, da gehört der Butterkohl hinein, der schmeckt einfach köstlich. Aber wir haben auch die Flower Sprouts, das ist eine Kreuzung, das ist ein neues Gemüse, wenn man so möchte, eine Kreuzung zwischen Kohlsprossen und einem roten Grünkohl. Das ist auch ganz was Besonderes, das ist so eine Neuzüchtung von vor 10 Jahren ungefähr von einer englischen Samenfirma und macht an dem Haupttrieb dann lauter kleine Röschen den ganzen Stamm entlang und das kann man den ganzen Winter über ernten. Das ist auch eine herrliche Sache. Die Grünkohle, den Palmkohl, sieht man hier auch, es werden auch sehr schöne Charakterpflanzen, wenn man die jetzt setzt. Die Grünkohle sind ja, da brauche ich glaube ich gar nicht viel sagen. Das ist ein wunderbarer Grünkohl, der Esmerald Eis, der macht nämlich oben nicht grüne, sondern weiße Blätter. Wenn man den in den Garten setzt oder auch in einen Topf, den kann man als Kübelpflanze auf die Terrasse stellen. Das ist eine echte Charakterpflanze, aber eine Kübelpflanze, die draußen bleibt und die man nicht reinschleppen muss und irgendwo in den Raum, der kühl, aber hell ist und den es eh nirgendwo gibt in unseren Wohnungen. Also der steht einfach als Kübelpflanze draußen auf der Terrasse oder im Garten und ist eine Charakterpflanze und hat oben weiße Blätter und vermittelt so ein bisschen Winterzauber, Winterstimmung, auch wenn die Temperaturen nicht so ganz frostig sind. Ja, hier sieht man die essbaren Kohle, da haben wir extra dazu schreiben müssen, Achtung, alle Zierkohle sind essbar, weil die Zierkohle, die kennt man ja nur von der herbstlichen Parkbepflanzung und da glaubt man irgendwie, ja, die sind halt nur zum Anschauen. Die sind auch köstliche Speisekohle, die man einfach sich da in den Garten holen kann, um Farbe reinzubringen, aber auch, um wirklich da ein geschmackliches Erlebnis zu erzielen. Man kann diese Röschen ernten und setzt sie oben drauf am Salat oder halbiert sie und bratet sie in der Pfanne an. Sie sind milde, angenehm schmeckende Kohltypen, die jetzt noch sehr ungewöhnlich sind. Bei diesen Zierkohlen, das sind die Crane-Sorten, die machen so Röschen. Die sind eigentlich gezüchtet aus langstielige, rosenähnliche Schnittblume. So sieht man es manchmal auch in den Blumengeschäften. Aber wir gehen da ganz anders ran. Ich brauche keine langgestielte Röschen hier, sondern wir setzen sie jetzt, lassen sie über den Sommer wachsen. Da wachsen sie natürlich grün mit vielen grünen Blättern. Sie müssen ja auch die Sonne nutzen und die Reservestoffe einlagern. Anfang September werden sie radikal geköpft. Also da wirklich, der Haupttrieb wird abgeschnitten, so ein Stück über dem Boden. Und dann treiben sie vor dem Winter noch unzählige 10, 15 Seitentriebe aus und machen richtig so einen Buschen mit 10, 15 Röschen.
Und da kann ich 15 Mal ernten und habe nicht nur eine große Endknospe. Und so kann man sie dann auch sehr gut vermarkten. Man kann sie in der Tasse vermarkten oder eben wie als essbaren Blumenstrauß sind sie eine Botschaft für sich selbst, die man zu Weihnachten wunderbar anbringen kann, indem man sagt, frohe Weihnachten und guten Appetit. Ja, und dann geht es hier weiter mit den Endivien und den Zichorien. Und da haben wir einige Klassiker dabei, wie eben zum Beispiel den Zuckerhut Fleischkraut. Das ist ein altes Hausgartengemüse, das man bei uns im alpinen Raum auch sehr gerne im Winter genutzt hat. Aber bis hin dann zu den ganzen Radicchios, auch also den klassischen Runden, diese Chioggia-Typen. Aber es gibt dann eben auch diese Treviso-Typen, das sind so längliche Radicchios, die auch wirklich schon ein bisschen Italien-Feeling vermitteln. Das ist auch ein sehr schönes Hausgartengemüse. Die Castelfrancos, die rot gesprenkelte Köpfe machen, wunderschön zum Anschauen und köstlich zum Essen. Bis hin dann zu den Catalonias. Die Catalonias sind so richtige Italiener. Die schauen aus wie ein Löwenzahn und sind schon kräftig bitter im Geschmack. Aber also für fortgeschrittene Italien-Fans ein Muss. In diesem oberitalienischen Bereich, da im Trentino, sind diese ganzen Blatt- und Sonderzichorien extrem beliebt. Und da könnten wir uns ein bisschen was abschauen von dort. Und genau das tun wir. Wir wollen das da auch verbreiten auf die Terrassen, Balkone dieser Stadt oder in die Kleingärten, dass wir ein bisschen so auch diese ganz eigene Nutzpflanzengruppe, diese Zichorien, noch etwas mehr ins Rampenlicht rücken. Wir haben ein bisschen Berührungsängste mit dem Bittergeschmack. In dem Fall geht es hier wirklich um Inhaltsstoffe, die sehr, sehr wertvoll sind, die für unsere inneren Organe eigentlich sehr, sehr hilfreich sind. Das ist die eine Seite. Und die andere, da sagen uns Ernährungswissenschaftlerinnen und Trendforscher, dass Bitter einer der Geschmacksrichtungen der Zukunft ist. Naja, so richtig ist die Zukunft bei uns in Österreich zumindest noch nicht angekommen. In Deutschland auch nicht. Klasse.